Jetzt hast du schon den entscheidenden Namen genannt, Alfred Plötz, der in dieser deutschen ikarischen Gesellschaft eine große Rolle spielte. Und Alfred Plötz erinnert natürlich dem Namen nach an den Plötz, den wir noch aus dem Schulunterricht kennen, aber erinnert natürlich vor allem an deine Frau Dagmar Plötz, die eine namhafte Übersetzerin ist und, glaube ich, zuletzt den Garcia Marquez 100 Jahre Einsamkeit neu übersetzt hat. Gibt es da eine Verwandtschaft zwischen den beiden Plötzen? Es gibt eine Verwandtschaft, ich glaube sogar eine ganz entfernte, auch zu diesem Geschichtsplötz, aber die ist weit entfernt. Aber die zu diesem Alfred Plötz, diesem Kommunisten erst, später hat er eine Wandlung gemacht, das ist der Großvater der meiner Frau, ja. Kommt also, es ist eine Familiengeschichte, wenn Sie so wollen. Aber du sitzt an dieser Plötz-Geschichte, wie du mal gesagt hast, schon sehr lange dran. Denn dieser Alfred Plötz ist, das fand ich faszinierend an diesem Buch, beginnt ja eigentlich als Kommunist und endet, deswegen ist der Mann überhaupt von Bedeutung, endet als derjenige, der den Begriff der Eugenik eingeführt hat und der für die Nazis gewissermaßen die Unterscheidung zwischen lebensunwertem Leben und lebenswertem Leben getroffen hat und der zu seinem Glück gestorben ist, bevor es wirklich schlimm wurde. Aber er ist sozusagen der große Ideologe der Euthanasie geworden. Ja, das hat mich auch interessiert. Nicht? Wie kommt es, dass jemand aus einem Sozialismus kommend, aus also einer kommunistischen Idee kommend, sich dahin entwickelt, dass er später bei der Euthanasie landet. Nicht? Wie kann sich so etwas herausbilden? Nicht? Das war also die Frage, die mich da beschäftigt hat. Und ich habe lange, ich sitze da fast 40 Jahre an dem Stoff, überlegt, welche Konstruktion das fasst. Nicht? Also wie jemand, der Sozialökonomie studiert hat und diese Pazifikgesellschaft gegründet hat, dann sich entwickelt hin zu, studiert Medizin in Zürich, wie der sich dann hin entwickelt zu einer Euthanasie, also die Theorie dafür vorbereitet hat in der Eugenik. Nicht? Wobei man immer sagen muss, diese Eugenik war damals international verbreitet. Nicht? Also die ersten Zwangssterilisationen sind in Amerika gemacht worden, in den einzelnen Staaten in Amerika. Und schon 1924 hat es Zwangssterilisationen in Dänemark gegeben unter einer sozialdemokratischen Regierung. Und es wurde in Amerika noch bis in den 50er Jahren, Menschen wurden zwangssterilisiert, in Schweden übrigens auch. Es war eine breite Bewegung, die aus einer Zeit kam, als man annahm, dass die genetische Entwicklung der ganzen Menschheit oder bestimmter Völker gefährdet sei, weil es nicht mehr diesen Kampf ums Dasein gab. Naja, und bei Alfred Plötz und bei den Sozialisten war die Idee deswegen verlockend, weil die einfache Beobachtung zu dem Schluss führte, dass die Chancengleichheit nie hergestellt werden kann, weil die Menschen schon bei Geburt unterschiedlich intelligent, unterschiedlich attraktiv sind. Und der Gedanke von Plötz, und das wird in deinem Buch ja auch in diesen Gesprächen genauer ausgeführt, war, diese Chancenungleichheit von Natur an, die müssen wir durch die Eugenik beseitigen. Und das Schreckliche an diesem Gedanken ist erstens mal, dass er gewissermaßen eine gewisse Logik hat und dass er ja zweitens heute machbar ist. Heute kann man das ja. Ne? Ja, genau. Nicht? Also das ist genau das Problem. Ich darf das mal sagen, der Ulrich Greiner hat ein Buch geschrieben, wo er das auch mit behandelt. Das heißt Heimatlos, das Buch, wirklich sehr lesenswert, wo eben diese Probleme auch mit behandelt und bedacht werden. Das ist was ganz Zentrales, nicht? Dass man plötzlich die Möglichkeit hat, heute das durch Eingriffe in die Chromosomen direkt zu machen. Also mit diesen CRISPR, wo man so bestimmte Scheren hat und man kann dann nach Wunsch blauäugige oder braunäugige Kinder oder diese Wunsch- oder Retortenbabys herstellen. Und muss das nicht mehr umständlich durch Kaninchenzucht machen. Also der Plötz hat jahrelang mit Kaninchen laboriert und wollte eben nachweisen, inwieweit bestimmte Umwelteinflüsse sich auswirken auf die Keimblätter und auf Gehirnstrukturen. Nicht? Und zwar Alkohol. Nicht? Alkoholiker waren auch
fielen unter Zwangssterilisation. Nicht? Aber herausgekommen ist dann am Ende seines Lebens, dass es nicht vererbbar ist, nicht? Also dass man das nicht nachweisen kann. Aber heute ist das alles viel einfacher und damit ist natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit geschaffen, manipulativ einzugreifen. Du hast gerade gesagt, du sitzt an diesem Stoff 40 Jahre lang und das Problem war, dass du immer darüber nachgedacht hast, welche Form kann ich diesem Buch geben? Denn Sie müssen jetzt den Eindruck haben, dass Uwe Timm ein Sachbuch geschrieben hat über die Ikarier und über Alfred Lötz. Das ist natürlich nichts, sondern es ist ein Roman. Und dieser Roman spielt in Deutschland unmittelbar nach dem Zusammenbruch. Und der Held dieses Romans ist ein amerikanischer Leutnant deutscher Abstammung, der jetzt von den Militärbehörden, von den amerikanischen Besatzern beauftragt wird, über dieses ideologische Programm der Nazis, über die Eugenik, Euthanasie, genauere Erkundungen einzuholen. Und dieser amerikanische Soldat führt mit einem engen Freund, kann man fast sagen, jedenfalls Weggenossen von Alfred Lötz, Gespräche, und diese Gespräche werden hier protokolliert. Sie werden aber unterbrochen durch die Erlebnisse des jungen Leutnants. Und das ist dann wieder sehr amüsant zu lesen, weil diese Situation nach dem Krieg, als endlich alles vorbei war und diese Amerikaner wie die Helden durch die Straßen marschierten, an den Trümmern vorbei und eigentlich auch die deutschen Frauen, wie soll ich sagen, das nicht besonders scheu waren. Ne? Jedenfalls hat er da durchaus auch eine lebenslustige Phase hinter sich. Ja, also das entspricht meinen sehr frühen Beobachtungen als Kind. Nicht normalerweise kannst du dich erinnern, was du so zeitgeschichtlich mit 5 Jahren, hast du da Erinnerungen? Ja, ungefähr, ja. Doch. Ja, aber nicht an den Krieg. Ich bin Jahrgang 45, ja, und da habe ich natürlich keine Erinnerungen. Natürlich, ja. Aber das Interessante ist ja, dass man so mit 5 Jahren normalerweise nur so diffuse Erinnerungen hat, nicht? Also irgendwie eine Wespe gestochen oder irgend so was Dramatisches. Aber dass man sich an einem Bruch regelrecht erinnert, das ist eben bei mir der Fall. Wir kamen aus Hamburg und waren evakuiert worden nach Coburg. Und in dieser kleinen Stadt habe ich am 24. April war das erlebt, wie die Amerikaner einmarschierten und erlebt, wie sich das Verhalten der Erwachsenen von heute auf morgen buchstäblich verändert hat. Nicht? Du hast ja in deinem Roman Der Mann auf dem Hochrad, kommt das vor. Erzähl doch mal diese Episode da von diesem... Ja, also zum Beispiel der Kreisleiter, der hieß Feigmeier, und das war wirklich ein gefürchteter Mann in Coburg. Also auch von meiner Mutter, die eine kritische, also keine Widerstandsfrau, aber eine kritische Frau war, fürchtete diesen Mann. Das war der Kreisleiter Feigmeier und ein dröhnender, auch autoritär auftretender Mann in brauner Uniform. Der stand plötzlich von heute auf morgen in der Gosse und musste die Gosse fegen. Und die amerikanischen GIs sind im Jeep immer so ganz knapp vorbeigefahren und haben ihn nass gespritzt, sodass er auf den Bürgersteig springen musste. Nicht? Und das, also das ist eine solche Szene, die sich mir wirklich eingeprägt hat. Und dann ist da auch ein Jeep rumgefahren, auf dem eine ausgestopfte Dogge saß, die mein Großonkel, wie man das sagt, mal ausgestopft hat für den Herzog. Und das war auch so beeindruckend, also so eine Dogge, die dann im Regen langsam dahin wirkte, nicht? Weil das ja aus Gips ist, präparierte Tiere. Also das sind so Eindrücke, die sich wirklich eingeprägt haben. Und dazu gehört auch, dass ich angehalten wurde, nicht mehr die Hacken zusammenzuschlagen, wenn ich guten Tag sagte, und durfte auch nicht mehr Heil Hitler sagen. Das war eben so ein Moment, wo auch die Angst der Erwachsenen spürbar war. Nicht? Die durften nicht zu früh die Hitler-Bilder von der Wand nehmen, weil die SS noch unter Umständen noch kommen konnte. Aber sie mussten sie rechtzeitig runternehmen und verbrennen oder eingraben im Garten. Nicht? Also das ist wirklich für mich eine prägende Erinnerung, die emotional auch gebunden ist für mich. Ja, ich meine, für so ein Kind von 5 Jahren, das doch eigentlich in den Erwachsenen eine Autorität, vielleicht gar manchmal ein Vorbild zu suchen geneigt ist, das muss ja sozusagen ein völliger Umsturz in deinem Kopf bewirkt haben. Ne?
Ja, das ist wirklich genau das. Nicht? Man hat ja so dieses Bild der Erwachsenen, dass die ganz sicher sind, dass die also bestimmen können, in sich ruhen. Nicht? Und plötzlich erlebt man die ängstlich. Und zwar nicht nur, was ja immer wieder vorkommt, dass der Vater oder die Mutter ängstlich ist, sondern kollektiv. Nicht? Also die Leute waren ängstlich. Nicht? Und plötzlich tauchten dann schwarze Soldaten auf. Also die ersten schwarzen Soldaten habe ich in Coburg gesehen. Das ist so ein Kampfbataillon gewesen, das tatsächlich Coburg eingenommen hat. Wobei das Interessante ist, dass es die normalerweise die Schwarzen nicht kämpften. Nicht? Da ist also ein Rassismus in der Armee auch gewesen. Die waren Autofahrer, nicht? Also als Fahrer. Aber es gab ein berühmtes Kampfbataillon, Panzerbataillon, die hießen Black Panthers. Das hat gerade Coburg erobert. Also, und so habe ich die gesehen. Also das ist der Zufall. Ja.